Fantastisch, diese Orgelmusik. Und diese Schnitzwerke. Einfach exorbitant. Hast du das gehört? Was? Na eben, das Letzte. Also, ich schätze mal, das war Toccata, F-Moll. Nein, da war doch ein Geräusch. Sowas wie... Ich verstehe. Dein Magen vielleicht? Also, wollen wir essen gehen? Sagen wir mal gotisch. Ja, zum Tode mit ihm! Lass ihn kreuzigen! Hey, ja, nieder mit ihm! Kreuzige! Was soll das denn? Ach, verdammt, Dorn. Verstehst du das? Auf sein Haupt damit! Na, du Alleswisser? Was machen sie denn mit ihm? Er hat dich geschlagen! Aber der wehrt sich ja nicht einmal. Ich kann's nicht mit ansehen. Kannst du es ändern? Wenn's dich aufregt, dann schau doch weg! Zieht ihn euch an, seine Exzellenz der König. Dieses Gesicht. Weiter. Er muss sterben. Er ist ein Aufständischer. Er hat doch nichts verbrochen. Weg mit ihm! Ja! Kreuzige! Kreuzige! Seht doch, welch ein Mensch. Pilatus will ihn nicht fertig machen. Ans Kreuz mit ihm! Kreuzige! Kreuzige! Wieder mit ihm! Aber die anderen... Warum hilft er sich selbst nicht? Er wäscht seine Hände in Unschuld. Aber er lässt ihn nicht frei. Hey, los, nun mach schon! Das finde ich skandalös. Aber was hast du damit zu tun? Der Prozess ist doch längst verjährt. Jesaja hat das anders gesehen. Hey, hey, weiter! Hey, weiter! Wer? Jesaja. Jesaja? Lebte der nicht 700 Jahre vor Christus? Genau, und fühlte sich mitschuldig am Tode Jesu. 700 Jahre vorher. Also das musst du mir erklären. Ja, lies doch. Aber wer glaubt dem, was uns da erzählt wurde? Und wem ist Gottes Wirken verständlich? Hey, hey, weiter! Schon gut, aber weiter unten kommt der entscheidende Satz. Hey, weiter! In Wahrheit trug er unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen? Weiter. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe traf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Steig doch herab vom Kreuz, wenn du was kannst. In der Tat, dieser ist Gottes Sohn.